Huhu, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy 9. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und letztes Mal, da haben wir mit Steiners Trupp den Wüstenpalais leer gefegt und den Monolith besiegt. Und ja, jetzt sind wir mit Zidans Trupp wieder unterwegs. Und ich habe schon mal ein bisschen was umgestellt. Bei Zidan ist erstmal alles geblieben. Eiko hat noch Ausrüstung. Muss hier noch die Elfenflöte fertig lernen. Den Rest haben wir schon. Heiligenrobe und den Medaillenschild haben wir jetzt mal gegeben. Für Mogus Amulett. Da sage ich später noch was dazu. So, und die anderen haben nichts angelegt. So, jetzt muss ich nur mal schauen, ob ich hier irgendwie lebend rüberkomme. Sollte ich jetzt einen Kampf haben, dann wäre ich da einfach und Tschüss machen und abhauen, weil meine Leute jetzt nichts angelegt haben. So wie jetzt. Bis gleich. Okay, das waren wieder M&M's. Und auch das waren wieder zwei M&M's. Ja, man verliert jedes Mal wieder Kohle, wenn man und Tschüss macht. Das ist immer etwas blöd, aber naja. Lässt sich jetzt nicht ändern. Und schnell weg hier. Beam me up, Scotty. Okay, jetzt landen wir hier. Hä? Wo sind wir denn jetzt? Sieht aus wie der Wüstenpalais. Auch wieder mit diesen Engelstatuen. Jetzt sind wir schon wieder woanders gelandet. Ja, letztes Mal sind wir von Kuyas Zimmer oder von Kuyas Gemächern aus gestartet. Willkommen zurück. Mein Gemach ist gleich hinter der Tür. Aber sieh dann, nur du allein darfst eintreten. Ich erwarte dich. Für ein kleines Techtelmechtel oder was? Traute Zweisamkeit. Sieh dann, das stinkt gewaltig. Du darfst Kuya auf keinen Fall glauben. Ja, ich pass schon auf. Warte nicht so lange hier. Du deckst dir doch wieder nur Geronimo und stürmst rein. So, über den Teleporter hier könnten wir in dem Wüstenpalais wieder kommen. So, gibt es hier irgendwas? Nee. Aber hier gibt es jetzt, glaube ich, keine Kämpfe mehr. Okay, gehen wir mal rein. Und hoffentlich will er uns nicht vernaschen. Aha. Nur hereinspaziert. Sesam, öffne dich. Prasselndes Kaminfeuer. Und wie sie dann immer irgendwie erst Kuya zu sehen scheint, wenn die Kamera zu ihm rüberschwingt. Und dann geht er in Angriffsstellung. Du glaubst ja gar nicht, wie froh ich bin, dich wiederzusehen, Zidane. Was gibt, wie geht's meinen Freunden? Sachte, sachte, nur nichts überstürzen. Ja, wir sind da eigentlich abgehauen, oder? Das müsste es doch eigentlich gut gehen. Aber überzeuge dich selbst. Was? Okay, der Teleporter im Wüstenpalais war anscheinend eine Falle und hat die hier direkt in ein Verlies gesperrt. Sei unbesorgt, sie träumen bestimmt etwas Süßes. Ach, hast du wieder ein Schlafkraut versprüht? Ich hoffe, du hast auch deinen Teil der Abmachung erfüllt. Überreiche mir den Gurkstein. Kann ich jetzt nochmal... Hoffentlich schafft es sie dann auch alleine. Und hoffentlich geht es auch der anderen gut. Ich wollte eigentlich nochmal lesen, was beim Gurukstein steht. Im Item, im Inventar, aber ich glaube, da haben wir jetzt keine Gelegenheit mehr dazu. Was ist jetzt? Und wer kommt da jetzt schon wieder? Sind das jetzt die Doppelgänger aus Eulver oder was? Wo ist sie dort? Er ist alleine zu Kuya gegangen. Aber wo kommt ihr denn her? Okay, aber Herzog Quäkerich ist auch dabei. Mit Verlaub, ich habe nicht die Zeit für deine Erklärungen. Es gilt als erstes, sie dann aufzuhalten. Okay, anscheinend sind es da drin irgendwelche Attrappen, die da drin schlafen. Okay, jetzt alle Mann rein da. Jetzt werden wir mal das Rendezvous der beiden stören. Was, Eiko darf nicht, oder was? Nix für kleine Kinder, oder wie?
Okay, ich höre jetzt auf damit. Hey, was soll denn das? Cribbity Crap! Nicht ihr Säcke schon wieder. Oh nein, sie schnappt nicht Eiko. Los, schnell zurück. Rettet sie. Aufteilen. Ich hoffe, du hast doch dein Teil. Okay. Das geschah wieder zur gleichen Zeit, wie es aussieht. Was bist du eigentlich für ein hinterhältiges Schwein? Deine Worte langweilen mich nur. I don't give a fuck. Wirst du mir den Stein nun endlich geben oder nicht? Nicht hergeben sie da an. Oh, sie sind rechtzeitig gekommen. Aber, hä? Und wer sind die da unten? Ein cooler Facepalm gleich mal. Haha, du Dummkopf. Die da unten sind nur Trugbilder. Du Cheater. Aber noch ist nicht alle Tage Abend. Was soll das wieder heißen? Ah, Hilfe! Oh nein, Eiko! Eiko! Ich erlitt Hilfe! Quack! Was quackt mich daran, frag ich? Nimm doch so viel, sag ich! Da haben sie ihn wohl bei den Schenkeln gepackt. Hoffentlich haben sie ihn nicht auf einen Teller zum Essen serviert. Quack! Und Steiner, oh, das ist ganz traurig. Das war wohl nix. Und er saugt uns den Gurkstein raus. Er hat einen Stehlzauber, sowas bräuchte sie dann auch mal. Eigentlich wollte ich zum Dank für dieses nette Geschenk dich und all deine Freunde beseitigen. Aber jetzt werde ich erstmal mit dem Stein und der Kleinen vorlieb nehmen. Ich hoffe, man hat bald mal wieder das Vergnügen. Hey, bleib stehen! Und er warbt sich auch weg. Mist. Verdammter Mist, keine Reaktion. Er will mit der Hildegard 1 fliehen. Ja, das kann natürlich sein. Die Frage ist, wo er jetzt hin will. Los, nichts wie hinterher. Kommen wir jetzt hier wieder raus aus der Tür? Okay, und jetzt eine Gruppe zusammenstellen. Also wir brauchen auf alle Fälle einen Weißmagier. Da haben wir halt nur Lilly zur Verfügung zurzeit. Ja, Freya und Mahagon würde ich gerne mitnehmen. Wegen Abilities. Steiner würde ich auch gerne mitnehmen, weil er auch noch viel lernen muss. Aber ich brauche auf jeden Fall Quina wieder zum Blaumagie lernen. So, Vivi wäre auch nicht schlecht. An sich. Schwierig. Na gut, wir nehmen mal Vivi mit. So. Der kann uns auch ganz gut helfen. So, und dann gibt es hier noch was. Und zwar eine Namingway-Karte. Ja, die ist einzigartig, die Karte, glaube ich. Die gibt es nur hier, soweit ich weiß. Schauen wir mal, was die drauf hat. Da. Ja, ist sogar ganz gut. Aber vor allem ist die später noch für was anderes wichtig. Mit der kann man noch was machen später. So. Gut, dann nichts wie raus hier, sonst gibt es hier nichts. Am Feuer können wir uns noch ein bisschen wärmen, aber wir sind hier im Wüstenpalais, ist ja nicht so kalt. Verstehe nicht, warum da überhaupt Kuya heizt. Naja. Der mag es halt kuschelig warm. So. Und mit dem Teleporter könnten wir jetzt direkt wieder da zum Wüstenpalais, wo wir mit Steiner erst aufgehört haben. Aber da brauchen wir nicht zurück. Mokpok kommt auch ohne uns zurecht. Wir nehmen wieder den Teleporter. Und kommen wieder im Hangar an. Wo jetzt theoretisch die Hildegard 1.6 sein müsste. So, jetzt muss ich aber kurz Zeug anlegen, damit die ganzen M&M&Ms mich jetzt nicht belästigen. Also, bis gleich. So, und ich bin fertig mit Ausrüsten und Abilities anlegen. So, folgendes. Also bei Sidan, ja, haben wir jetzt den Protect-Ring angelegt. Hier ist der Reinkarnat-Ring. Bei Lilly, sonst kann sie nicht mehr viel lernen. Überraschenderweise kann Vivi ziemlich viel lernen zurzeit. So, und auch Quina kann recht viel lernen. Na gut, was heißt recht viel?
So, genau. Und Abilities habe ich angelegt. Ja, immer Hass natürlich, weil ich schnell klauen will. Scharfsinn habe ich nicht angelegt, weil es ist mir eigentlich im Moment bei normalen Gegnern wieder egal, was ich klaue. Hauptsache ich klaue was. So, Thermometer, Gift und Galle und Adrenalin habe ich schon mal angelegt für später. Das sind drei Zustandsveränderungen, über die wir stolpern werden. Hier habe ich MP 50% angelegt, damit die Aufrufe nicht so lange, nicht so viel MP kosten. So, ja, hier hat es leider nicht mehr für Adrenalin gereicht. Vielleicht beim nächsten Level up oder so. So, hier habe ich mal MP 20 plus 20% genommen, damit Vivi mehr zaubern kann. Ja. Und natürlich wieder bei denen, die in der Wüstenpalais-Gruppe dabei waren, wieder überall Level up angelegt und immer Reflekt abgelegt. So, mal sehen, ob wir wieder halbwegs unbeschadet durchkommen. Nein! Okay, das war wieder ein Jause-Priester. Jause-Priester, hatte ich mich mal gefragt, was ist denn Jause? Ja, und dann war ich ja mal jetzt vor kurzem in Österreich im Urlaub und dann gab es dann eine Jause bei der Gastwirtschaft. Und wir sehen, die Hildegard 1 ist weg. Also das ist wohl irgendwie Brotzeit oder so, ne? Können das meine österreichischen Zuschauer bestätigen? Das ist natürlich jetzt wieder die Frage, was dann ein Jause-Priester ist. Ist es, weil er wirklich aussieht wie ein Kastenbrot? Keine Ahnung. Zack, wir sind, kommt zu spät. Sieh da, sein Vorsprung ist noch nicht allzu groß. Jetzt können wir ihn noch mit dem blauen Narziss einholen. Wie schnell ist dieses Schiff, wenn es ein Luftschiff einholen kann? Hatte ich sowieso schon vor. Naja, zieht sie. Ihr habt's gehört, Leute, auf geht's. Hoi. So, und jetzt, ja. Kicken wir mal diesen Hebel. Kicken. Ja, und dieser Weg war ja vorhin immer mit den von den schwarzen Magiern versperrt. So, jetzt muss man hier irgendwie runter. Ist nicht einfach zu sehen, wo man lang muss. Da geht's lang. Ich glaube, hier kommen keine Gegner auf diesem Bildschirm. Also nichts wie raus. Denn jetzt landen wir wieder auf der Weltkarte. Und jetzt bekommen wir eine spannende Verfolgungsjagd zu sehen. Denn da fliegt Kuh ja schon. Mit der Hilde. Hilda, Hilda. Und vorbei an den ganzen Mokris von Medain Sari. So, naja, das Schiff kann dann natürlich jetzt Luftlinie fliegen, während wir alle Inseln und Kontinente umschiffen müssen. Aber da kommt das Speedboat angerast. Tsch. Wahrscheinlich macht irgendwie Vivi so einen Wasserzauber da hinten raus, um ihnen einen ordentlichen Turbo-Boost zu geben. Oder Quina strampelt da hinten. Keine Ahnung. Oh, und es geht zum verschlossenen Kontinent. Den vergesse ich immer den Namen, dass das verschlossener Kontinent heißt. Da finde ich allerdings den vergessenen Kontinent verschlossener. Da kommt man nämlich ohne Luftschiff gar nicht drauf, weil überall Steilküste ist. So, und unsere Crew ist versammelt. Das ist aber ein merkwürdiges Gebäude. Was erwartet uns dort wohl? Ich weiß ja wirklich nicht, was der Kerl genau vorhat, aber es interessiert mich auch nicht. Aber warum Aiko? So ganz ist mir das auch nicht klar. Quark. Aber sie kann doch auch Bestia beschwören. Ja schon, aber... Moment mal, du meinst doch nicht, er will genau wie damals bei Lili die Bestia extrahieren. Das kann natürlich sein, so machthungrig wie er ist. Mach dir keine Sorgen, ich lasse nicht zu, dass er Aiko auch nur ein Haar krümmt. Wobei ich mal schätze, dass Aikos Bestia, die sie jetzt hat, nicht so stark wie Bahamut sind. Achso, Bahamut ist ja tot. Okay, dann braucht er natürlich neue, das stimmt. Und dann wird er mir aber ein paar Fragen beantworten müssen. Und wenn ich die Antworten aus ihm rausprügeln muss. Ja, dann kriegt er im Moment Fenrir und Phönix. Und Karfunkel, mit dem kann er wohl nicht so viel anfangen. Ja, unser Team passt so. Wir haben schon alles richtig eingestellt. Und dann betreten wir jetzt offiziell Estugasa. So, jetzt würden wir erst von der Story her eigentlich hier hinkommen. Aber wir haben ja schon vorher ein bisschen eingekauft. Und es ist auch so, dass es jetzt hier andere Gegenstände zu kaufen gibt. Deswegen werden wir da auf jeden Fall nochmal vorbeischauen bei dem Laden.
So, aber schauen wir uns doch mal was an. Was es hier gibt, ah, das sind Federrochen. Die kennen wir, glaube ich, schon. Von der Fossilienmine. So, aber dann zeige ich euch doch noch eine schöne GF. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob ich euch schon den Leviathan gezeigt hatte mit Benny, aber ich zeige euch auf jeden Fall jetzt mal Odin endlich mal her. So, und hier. Ach, oh, toll, oder auch nicht. Ich will den euch jetzt aber zeigen. Aber nochmal das hier. Hier klauen wir nochmal was. Und noch ein Versuch. Los, Lilly! Wir verlassen uns auf dich. Konzentrier dich auf das, was hier vor deiner Nase passiert. Ja, Angriff, keine Ahnung. Komm schon, Lilly, Lilly, Lilly. Komm, ihr seid nicht dran, ich bin dran. Lilly, Lilly, Lilly. Der Mist. Baldrian. Baldrian, oh Baldrian. Und noch ein für Lilly. Okay, jetzt geht's los. Eisenschneider. Ich glaube, so heißt es auch bei Final Fantasy 8 schon die Attacke. Und da ist er auf seinem achtbeinigen Pferd. Wie heißt es gleich? Slavenil, glaube ich. Ratsch. Und er zerhackt sie in Stücke. Ich glaube, im Original heißt die Attacke irgendwie Renzo-Kuken oder so. Renzo-Kuken. So. Alle tot. Und diesen Zauber haben wir auch mit Vivi jetzt gelernt. Aber da geht er dann nur auf eine Person. Im Gegensatz zu Odin, der einfach mal alle wegschnetzelt. So. Gehen wir noch rein in Estogasa. Wir haben noch nicht so viel geschafft bis jetzt. So, aber jetzt werden wir wahrscheinlich wieder keine Ruhe haben, hier reinzukommen, oder? Okay, Leute, das sind wieder nur Garudas. Ich schneide den Kampf aus. So, und das waren natürlich zwei Garudas. Die kennen wir auch schon aus Eulwehr. Und ja, ich habe euch, glaube ich, Leviathan noch nicht gezeigt, weil gerade nämlich die Langanimation kam. Da habe ich jetzt gerade nicht dran gedacht. Und ups, die 25. oder so. Ich habe vergessen mitzuzählen, wie oft der schon hingeplumpst ist. Ja, Leute, okay, was uns der Priester hier zu sagen hat, das sehen wir das nächste Mal. Wenn es wieder heißt Final Fantasy 9, und dann werden wir mal sehen, was wir hier noch in Estogasa machen. Und wo es uns jetzt hier weiterhin bringt und was Kuya vorhat. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.